So Leute, heute im Test das Dream Team Sortiment vom Leslie Hersteller Konzern. Scheiße. So Leute, heute im Test das Dream Team Sortiment von Leslie. So, man sieht am Anfang auf jeden Fall, dass der ganze Spaß hier ordentlich verwackelt wurde. Und das Sortiment besteht auf jeden Fall aus ganz vielen Fontänen und Vulkanen. Hier zum Beispiel die Happy Cracker Fontäne, Alter. Das klingt richtig lecker. Dann der Color Volcano. Der ist ganz schön groß, aber eigentlich recht leicht. Dann als nächstes haben wir hier die Candy Fontaine Fountain, wie auch immer man das nennen will. Als nächstes ist hier, glaube ich, die Fun Pyramid. Und als letztes die Color Burst ohne Standfuß. Den habe ich hier nochmal rausgeholt. So sieht das auch schon perfekt aus. Ja, und die Gesamt-NEM von dem ganzen Päckchen beträgt, 33,4 Gramm NEM. Und ja, das geht eigentlich voll klar. Aber Leute, jetzt wisst ihr Bescheid, jetzt wird's gezündet. Los! Ein Color Volcano von Leslie. Noch ein Feuerzeug. Und dann geht auch der ganze Hase hier schon los. Ja, ganz okay. Hat auch sehr lange gebrannt. Weiter geht's mit der Candy Fountain. So. Anderes Feuerzeug. Ist klar. Also sehr schön mit dem Crackling und dem Rot. So, jetzt gibt's hier die Happy Cracker. Was? Happy Cracker? Ich habe ein bisschen Hunger jetzt durch die Fontäne. Wahrscheinlich kommt mir Cracker rausgesprungen. Und wahrscheinlich habe ich schon wieder mein Feuerzeug geändert. Ja, das Tracking war richtig gut. Als nächstes gibt es die Fun Pyramid. Pyramid. Wieder einen Feuerzeugwechsel. Ja, die hat nicht so Spaß gemacht. Die war ein bisschen cool. So Leute, und jetzt zum Abschluss die Color Burst. Wie eine Nico-Rakete. Und wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst wie immer ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und bis dahin. Ciao, ciao. Ja, relativ lautes Crackling, aber nee, war perfekt.